Ja, hallo und schönen guten Abend an alle. Herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kreislauf unserer Lebensmittel. Heute haben wir bereits den zweiten Teil dieser Reihe. Letzte Woche habt ihr schon etwas erfahren über die Lebensmittelproduktion in Österreich. Wir haben uns die Unterschiede zwischen konventioneller und Biolandwirtschaft etwas angesehen. Und heute geht es weiter. Wir bleiben bei der Produktion von Lebensmitteln und zwar bei der Frage, wer produziert denn eigentlich unsere Lebensmittel? Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es nämlich so, dass wir sehr viel über essentielle Arbeitskräfte sprechen, sei es in der Pflege, im Gesundheitssystem und natürlich auch in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft gibt es verschiedene Arten von wirklich essentiellen Arbeiten. Es beginnt bei Bäuerinnen und Bauern. Dann haben wir Saisonarbeitskräfte, die temporär für einige Monate in Österreich sind. Und aber auch natürlich den nachgelagerten Bereich. Das heißt, die Verarbeitung von Lebensmitteln war immer wieder Thema in den vergangenen Wochen, in Schlachthöfen zum Beispiel oder in anderen Industriezweigen. Wir haben heute drei Expertinnen eingeladen, um über das doch sehr komplexe Thema zu diskutieren. Also wir sind vier Frauen, da kann, glaube ich, nichts mehr schiefgehen. Mein Name ist Isabella Lang und ich mache heute die Moderation. Und ich möchte die drei Rednerinnen herzlich willkommen heißen. Zum einen herzlich willkommen Sarah Wiener. Sarah ist EU-Abgeordnete, sie ist seit einem Jahr in Brüssel tätig, sie ist außerdem Köchin und Biobäuerin im Osten von Berlin. Dann herzlich willkommen Olga Voglauer ist Nationalratsabgeordnete für die österreichischen Grünen und sie ist auch Biobäuerin in Kärnten und hat dort einen Milchviehbetrieb. Als dritte Diskutantin heute darf ich willkommen heißen die Elisa Kalamer. Sie ist Aktivistin bei der Kampagne Saisoneri. Saisoneri ist eine Kampagne, die von der ProGEW, von der Produktionsgewerkschaft, ins Leben gerufen wurde und zum Ziel hat, Aufklärung zu bieten, also Aufklärung über Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte in Österreich. Sie ist studierte Soziologin und Politikwissenschaftlerin und erzählt uns was über ihre Arbeit in der Gewerkschaft. Genau, ihr könnt Fragen stellen. Bitte schreibt eure Fragen in WhatsApp, also Entschuldigung, in YouTube oder Facebook-Kanal und wir werden jetzt ein paar Inputs von unseren Rednerinnen hören und danach im zweiten Teil des Abends werden wir mit euch gemeinsam diskutieren. Genau, das war es soweit von meiner Seite. Ich klicke mich jetzt aus und übergebe das Wort an Sarah. Bitte sehr. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört. Jetzt war gerade dort mit der Technik. Ja, super. Schön, dass ihr alle zuhört. An so einem hier zumindest sonnigen Halbabend. Die Tage werden länger. Das Thema ist sehr, sehr spannend und tut allen von uns, die hier mit mir diskutieren, natürlich umtreiben, denn es geht um nichtsdestoweniger als die Säule unserer Existenz, die Ernährung. Und das geht natürlich von der Landwirtschaft, vom Samenkorn, von der Wasserqualität, vom Bodenschutz, vom Tierschutz bis zum Handel und was wir dann am Ende auf dem Teller finden. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich die soziale Frage in der Landwirtschaft. Wir werden uns vielleicht heute mehr oder je nachdem, welche Fragen ihr stellt, auf die Arbeiter oder die Hilfsarbeiter, die Fremdarbeiter, die Flüchtlinge in der Landwirtschaft konzentrieren. Ich möchte aber hier sagen, dass Landwirtschaft sowieso für jeden, auch für die Bauern, für die Kleinbauern, sehr harter Job ist und dass Kleinbauern in der Regel sehr wenig verdienen, unter Niveau von Landesdurchschnitt und trotzdem 70% unser Essen weltweit produzieren. Warum ich heute hier bin, ist ganz klar. Vor 2 Wochen wurde die Farm-to-Fork-Strategie von Ursula von der Leyen von der Kommission, von der EU-Kommission vorgestellt. Ich weiß nicht, wie fachlich versiert ihr seid. Es ist so, dass die Landwirtschaftspolitik
im Europaparlament, also in Europa, in Brüssel gemacht wird und sehr Einfluss nimmt, weil es ja Subventionen gibt in jedem Land. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Man kann auch sagen, ein Stichwort ist die GAP, die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die jetzt demnächst neu verhandelt werden soll, also das Budget für die gemeinsame Agrarpolitik, wo kurz gesagt es so ist, dass das meiste Geld, 70-80%, in Flächensubventionen laufen, also nicht, wie wird etwas produziert, wie sind die sozialen Standards oder wie ist der Tierschutz, wie geht man pfleglich mit unserer Natur um, sondern hast du viel, wird dir viel gegeben. Und die zweite Säule, das ist die erste Säule, Direktzahlungen, die zweite Säule sind dann sozusagen wieder die Wiedergutmachung. Da gibt es dann Geld für Öko-Schemes, für Entwicklung ländlicher Raum, für den Öko-Anbau und so weiter. Der ist aber viel, viel geringer. Der soll jetzt auch gekürzt werden, eigentlich um 30%. Das ist jetzt gerade auf nur, Isa, korrigiere mich, 10% zurückgenommen worden. Sodass es ein großes Ungleichgewicht gibt und schon ein Systemfehler, was überhaupt gefördert wird, wo wir Geld ausgeben. Jetzt ist es so, dass die Kommission zum ersten Mal einen Bericht, eine Strategie vorgestellt hat und die heißt eben vom Farm to Fork, wo zum ersten Mal nicht nur Einzelaspekte oder die Landwirtschaft angeschaut werden, sondern tatsächlich die ganze Kette vom Samenkorn über Transport, über Tierwohl bis zu uns, zu den Essenden, auch zur Verarbeitung, um ein nachhaltigeres Ernährungssystem zu implementieren und zu fördern und vielleicht auch andere Essgewohnheiten. Und das ist ja mein Lebensthema, denn ich komme überhaupt zur Politik durch die Qualität von der Ernährung, weil mein Lebensthema einfach köstliche, vielfältige, wunderbare Grundnahrungsmittel sind und deren Verarbeitung. Und ich mich immer gedacht habe, was ist eigentlich Qualität? Und die fängt ja nicht am Schneidbrett an. Die fängt auch nicht bei der Verpackung an und die fängt auch nicht beim Transport an, sondern tatsächlich, die fängt bei der Bodenqualität und bei den Sorten und bei den Rassen an und wie man es behandelt und beim Klima und so weiter. Das ist so ein komplexes Thema und beschäftigt nicht nur uns alle, ob wir es wollen oder nicht, sondern es sichert oder beschädigt unser Überleben und unsere Gesundheit und die Gesundheit der Natur, der Tiere und der Pflanzen. Und jetzt gibt es eine Stellungnahme vom Europaparlament und vom Rat, also von den Nationalstaaten. Und da gibt es im Europaparlament von jeder Fraktion einen Berichterstatter oder Schattenberichterstatter. Das sind so Details, die da an dieser Strategie mitarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass ich die Berichterstatterin, also korrekterweise die Schattenberichterstatterin, aber wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert jetzt hier zu erklären, für die Grünen Europas Grünen bin, um an der Strategie in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren mitzuarbeiten. Und das ist so wichtig, weil das eine Chance wäre, unsere Landwirtschaft in eine andere Richtung zu entwickeln und zum ersten Mal nachhaltig über verschiedene Themen zu denken. Ja, ein Thema davon ist natürlich die arbeitenden Menschen in der Landwirtschaft. Und da möchte ich nur so viel sagen, diese Art von großflächiger Monokulturen, Agroindustrie zerstört nicht nur die Böden, sondern natürlich auch ländlichen Raum, lebendigen Raum und damit auch die Infrastruktur im ländlichen Raum. Das hängt alles Hand in Hand zusammen, denn heute gibt es dann gerade hier im Osten, ich habe einen sehr großen Hof mit Partnern, weil die DDR-Strukturen so waren. Gut, Deutschland ist sowieso größer, aber im Osten sind dann schon mal Höfe 1.000, 2.000 Hektar groß. Das ist also in Österreich unvorstellbar, bis auf die oberen 100 natürlich. Hier ist es in meiner Umgebung, sind wir so in einer mittleren Größe von 800 bis 900 Hektar und haben das sozusagen geerbt von LPG, diese Strukturen. Und das ist auch spannend, weil man natürlich auch auf großen Strukturen viel nachhaltiger wirtschaften könnte, wenn man denn wollte, wenn man die Situation von den Arbeitenden, von den Tieren, von den Pflanzen und vom Boden und so weiter in der Gesamtheit betrachten würde. Wichtig ist noch, dass ich
fürchte, und das ist nur meine erste Anmerkung, dass wir das Handwerk eigentlich abschaffen und die Individualität in der Vielfalt. Und das ist für mich besonders schmerzhaft, denn wir normieren unsere Nahrungsmittel, die dann auch nicht mehr Lebensmittel sind, sondern Nahrungsmittel. Wir essen meistens schwerstverarbeitete, schlechte Kopien von köstlichen Originalen und Hauptsache billig, Hauptsache viel. Und diesen Preis zahlen Menschen in ärmeren Ländern oder eben auf Plantagen auch in Europa, die unter dem Radar sehr, sehr schlecht behandelt werden und ausgebeutet werden. Das sind sklavenähnliche Bedingungen, die hinter unserem Rücken, in unserem Schatten passieren, weil wir nicht hinschauen. Corona hat das jetzt ein bisschen geändert, aber darüber kommen wir mehr, weil ich glaube, ich habe meine Redezeit schon lange überschritten. Und deswegen übergebe ich jetzt an Olga Voglauer, mit der ich die Freude hatte, ihren tollen Biobauernhof zu erleben und ihre köstlichen Produkte zu essen und dann natürlich auch die eine oder andere Wahlkampfveranstaltung vor einem Jahr zu machen. Und ich freue mich, dass wir engagierte Biobäuerinnen haben, die nicht nur theoretisieren können, sondern tatsächlich auch in der Praxis kommen und sagen, Bauer ist nicht nur der groß agroindustrielle Kooperative, sondern das sind wir und Menschen wie Olga. Danke, Sarah, für deine tolle Einleitung. Ja, wir kommen vom Großen ins Kleine, weil mit meinen 15 Kühen und 25 Hektaren bin ich so irgendwie ein bisschen das andere Ende, wo Landwirtschaft stattfindet bei uns Grünen. Aber ja, da komme ich her und so, sind auch diese Wurzeln, woher ich mir eigentlich meine Kraft hole, beziehungsweise auch immer wieder überprüfe, was heißt Landwirtschaft heute und wo kann Landwirtschaft heute auch stattfinden. Und in Österreich selbst hat Covid eines gezeigt, nämlich all das, was in unserer Gesellschaft krankt. Ja, also persönlich betroffen, schnell ist man, wenn es um Pflegekräfte gegangen ist in den letzten Wochen. Das hat irrsinnig viele Familien betroffen. Und wenn wir uns in Österreich angeschaut haben, wie sehr sich die Menschen hingewandt haben zu unseren bäuerlichen Betrieben hin zu lokalen und regionalen Produkten, dann wurde auch schnell die Diskussion im kleinsten Kreise viral, wenn es darum ginge, wer holt die Ernte vom Feld, wer wird heuer den Spargel ernten, wer wird die Erdbeeren ernten und wie geht es überhaupt weiter im Gemüsebau. Ich als kleiner Betrieb, der wirklich zu Hause davon lebt, dass wir unsere eigenen Produkte verkaufen, wir haben in den letzten Wochen einen Zuspruch erlebt, den gab es in den letzten 15 Jahren noch einfach nicht. Ja. So viele Menschen, die bei uns vorbeigekommen sind und gesagt haben, wow, das ist so besonders, was ihr tut, das ist so ehrlich, das ist so am Boden und am Boden verankert, das müssen wir weiter stärken. Und dieser Zusammenhalt, den spüren wir jetzt prinzipiell in Österreich hin zur Landwirtschaft, hin zur lokalen Produktion. Und das ist etwas, das sollten wir auch mitnehmen in all diesen Diskussionen, die uns jetzt auch um die Farm-to-Fork-Strategie und der gemeinsamen Agrarpolitik begleiten. Denn das ist der Wunsch der Gesellschaft, das ist der Wunsch von Konsumentinnen und Konsumenten, die sehr wohl genau hinschauen wollen, woher kommt es, was wir essen, wenn sie nur können. Das heißt, wenn man Konsumentinnen und Konsumenten ermöglicht, hinzuschauen. Und man hat jetzt genau hingeschaut und man hat gesehen, aus welchen prekären Situationen wir eigentlich Profit schlagen. Wer war einer der größten Profiteure in Österreich der letzten Krise? Das war der Einzel- und ist der Einzelhandel. Und Andreas Lackner, mein Kollege aus dem Bundesrat in Österreich, ist selbst Gemüsebauer und er hat mir erzählt, Olga, wenn ich einen Salat ernte, dann bekomme ich dafür circa 50 Cent. Und im Handel kostet derselbe Salat dann 1,50 Euro. Das heißt, auf dem Weg vom Bauern hin in den Handel verliert sich 1 Euro. Und dieser Euro bedingt die Situation, dass wir an und für sich unseren Erntehelferinnen und Erntehelfern viel zu wenig zahlen für das, was sie leisten. In Österreich ist der Mindestlohn teilweise unter 1.500 Euro brutto für eine der härtesten Arbeiten. Und das ist nichts, womit sich Österreichs Bäuerinnen und Bauern rühmen können oder sich rühmen. Ich habe die letzten Wochen sehr viele Gespräche geführt mit Betrieben, die gerade im Erdbeeren, mit Erdbeeren oder Spargel oder Gemüse bearbeiten. Und niemand hat ein gutes Gewissen bei der Art, wie wir hier
beschäftigen müssen, wie wir hier auch bezahlen. Allerdings gleichzeitig die Situation, dass das Einkommen des Bauers, der Bäuerin nicht reicht, um höhere Gehälter zu zahlen. Und das wird auch eine Frage sein, neben der gesamten Frage, wohin entwickelt sich Landwirtschaft, wohin entwickelt sich auch die soziale Frage in der Landwirtschaft. Das heißt, was sind wir für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und was schaffen wir auf unseren Feldern, auf unseren Wiesen für Grundlagen, um gutes, auch nahrhaftes Essen zu produzieren und letztendlich auch den Menschen, die hier ihr täglich Brot verdienen, eine angemessene Bezahlung und auch einen angemessenen Arbeitsplatz zu sichern. Klar ist es so, dass in Österreich Arbeitsbedingungen besser sind als in anderen Ländern. Es ist auch so, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn haben, dass wir Mindeststandards einhalten. Aber nichts hält uns davon ab, diese Situation auszubessern. Was unser Zugang auch von Seiten der Grünen dazu ist, ist natürlich, dass wir die sozialen Standards ausbauen, sei es bei den Bäuerinnen und Bauern, als auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Gleichzeitig aber auch überlegen, wie wird Landwirtschaft viel stärker verortet, nämlich zwischen Bäuerinnen und Bauern und dem Konsumenten und der Konsumentin. Und da macht sich gerade über den Weg der solidarischen Landwirtschaft, wo sich Konsumentinnen direkt auch in den Prozess der Nahrungsgewinnung einbringen, wo man gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern erarbeitet, wohin kann die Reise bei der Vermarktung gehen, was werde ich anbauen, wie tue ich das, auf welche Art und Weise. Das sind Zukunftsmodelle, die wollen wir stärken. Und vor allem wollen wir eines, wir wollen nicht, dass die Landwirtschaft weiterhin zu den Problemkindern des Klimawandels zählt, sondern zu der Lösung. Und das geht nur in einem nachhaltigen, biologischen Weg, der Strukturen schafft, die nicht nach dem Motto größer, größer und entweder wachsen oder weichen, sondern eher in die Richtung, wo ist die Nische, wo ist die Fuge in der Nische und wo ist die Ritze in der Nische und wie vielfältig ist die Landwirtschaft? Denn das, was Sarah früher gesagt hat, wir haben die Vielfalt auch auf unseren Betrieben verloren innerhalb der Produktion. Wir haben aber auch die Wertschätzung gegenüber dieser Vielfalt verloren und die gibt es jetzt wieder zu finden. So viel einmal als Anfangsstatement von meiner Seite. Und dich da weitergeben an Elisa. Elisa, du bist unsere Spezialistin und auch Expertin, was gerade die Arbeitsbedingungen für die Menschen bedeuten, die jetzt gerade Erdbeeren von unseren Feldern holen und zukünftig auch Gemüse und alles Weitere. Genau, danke Olga. Jetzt rede doch ich noch mal kurz. Isabella, Entschuldigung, bevor ich das Wort an Elisa übergebe, dachten wir, dass wir ein kurzes Video einblenden von der Saisonäre-Kampagne. Ihr findet mehrere Videos von der Saisonäre-Kampagne online auf Vimeo. Und so als Einstieg in das Projekt werden wir jetzt ein kurzes 1,5-minütiges Video euch zeigen. Und dann übergebe ich eben an Elisa. Genau. Mein Name ist Konrad Rehling, ich arbeite für Südwind. Ich koordiniere in Österreich eine internationale Kampagne namens Make Fruit Fair. Wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen über ihre Menschenrechte, konkret auch über ihre Arbeitsrechte, Bescheid wissen und sich gewerkschaftlich organisieren können. Firmen wie Rewe, das ist bei uns in Österreich Merkur oder Billa, oder Spar oder riesige Konzerne wie Lidl diktieren die Preise. Der Preisdruck wird vom Lebensmitteleinzelhandel entlang der Lieferkette weitergegeben an die Produzenten und Produzentinnen und die geben diesen Druck in vielen Fällen weiter an die Arbeiter und Arbeiterinnen. Wenn ich einen Bio-Apfel aus Österreich oder Bio-Spargel im Supermarkt oder hier auf dem Markt kaufe, dann heißt das noch lange nicht, dass der auch unter fairen Arbeitsbedingungen, unter Einhaltung der Arbeitsrechte produziert wurde. Faire Produktionsbedingungen und fairer Handel soll für alle Arbeiter und Arbeiterinnen gelten, die in der landwirtschaftlichen Produktion tätig sind. Genauso für
einem Plantagenarbeiter auf einer Bananenplantage in Ecuador wie für einen Erntehelfer bei der Weinlese im Burgenland. Ja, hallo. Von meiner Seite, um ehrlich zu sein, dieses Video, das kenne ich gar nicht. Da ist es jetzt hier um die Initiative Make Fruits Fair gegangen. Das war jetzt nicht direkt ein saisonäres Video, aber ich finde, es hat trotzdem sehr gut dazu gepasst als Einstieg. Vielleicht ganz kurz zu mir, weil ihr das auch so angesprochen habt. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft. Gute Ernährung ist mir allerdings auch sehr wichtig. Und mein Zugang zu der Saisonjahre-Kampagne ist generell, dass ich mich halt für Arbeitsbeziehungen sehr interessiere und für die, also einfach, was Gewerkschaften ausrichten können, welche Macht Beschäftigte, Arbeiterinnen entwickeln können, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren. Das ist so mein Zugang zu der Saisonjahre-Kampagne. Ihr habt mich eingeladen, um eben über die Kampagne zu sprechen. Und ihr habt es auch beide schon erwähnt, was ein Aspekt ist in dem ganzen Spektrum, der so schwierig ist, nämlich, dass die Beschäftigten in der Landwirtschaft, die das Obst und Gemüse ernten in Österreich, unter oftmals sehr schlechten Bedingungen arbeiten und mit sehr, also einfach sehr, sehr wenig verdienen. Vielleicht nochmal so strukturell, wie die Situation ist, es sind ungefähr 15.000 migrantische Arbeitnehmerinnen, die jährlich nach Österreich kommen. Wir gehen so ungefähr davon aus, dass die Hälfte davon ein paar Wochen bleibt und die andere Hälfte so 9 Monate im Jahr in Österreich als Saisonarbeitskräfte arbeiten. Die Olga hat schon angesprochen, wie niedrig die Kollektivverträge, die kollektivverträglichen Mindestlöhne sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie die Situation ist. Also es werden jährlich in jedem Bundesland Kollektivverträge verhandelt, aber die sind eben wahnsinnig niedrig. Das ist in Oberösterreich ein Kollektivvertrag, ich habe es mir jetzt noch mal rausgesucht, von heuer 1.270 Euro brutto. Das ist der Kollektivvertrag in Oberösterreich, wo übrigens nicht die Gewerkschaft verhandelt, sondern der Land- und Forstarbeiterbund. Und die, also ich natürlich gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und Größen von Bauern, kleine Bauern, große Bauern, Bauernbäuerinnen, die ums Überleben kämpfen, große Agrarindustrien. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es viele Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen gibt, die ihren Mitarbeiterinnen gern mehr zahlen möchten. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel so ein Kollektivvertrag mit diesen 1.270 Euro brutto, den verhandeln schon die Vertreter der ArbeitgeberInnen. Das muss man sich schon auch vor Augen halten. Also nochmal so zu den Löhnen. In Oberösterreich der Nettostundenlohn bei 6,22 Euro. Es gibt ein Sozialpartnerabkommen von 2017, in dem haben die Sozialpartner sich geeinigt, dass die Bruttolöhne bis 2020 bei 1.500 Euro brutto liegen sollen. Das ist nicht erreicht worden. Und der Punkt ist einfach der, die Beschäftigten in der Branche haben keine laute Stimme. Wir versuchen, Selbstorganisation zu fördern, aber dass zum Beispiel dieses Sozialpartnerabkommen, das natürlich nicht rechtlich bindend ist, aber dass das nicht eingehalten wurde, das ist so wenig hörbar im öffentlichen Diskurs. Die Löhne, die kollektivvertraglichen Löhne sind einfach wirklich, wirklich sehr, sehr niedrig. Und das ist halt ein Problem. Deswegen gibt es diese saisonäre Kampagne seit 2014. Leider decken wir immer wieder Fälle auf. Es kommen immer wieder Fälle ans Tageslicht, wo eben nicht einmal diese sehr, sehr niedrigen kollektivvertraglichen Löhne eingehalten werden. Die Methoden von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, diese so niedrige Entlohnung dann auch noch zu untergraben, sind leider vielfältig. Wir haben jetzt gerade einen Kollegen, der arbeitet in Niederösterreich bei einem Spargelbauern. Das kann man sich so ungefähr so vorstellen. Wie machen das
Arbeitgeber. Wie funktioniert diese Ausbeutung? Es ist ganz gang und gäbe, dass die Beschäftigten zum Beispiel nur geringfügig beschäftigt werden und den Rest schwarz ausbezahlt werden. Das ist natürlich oft ambivalent, weil viele das auch wollen. Aber die Tatsache, dass sie dann um Pensionsansprüche umfallen etc., das hat halt einfach viele Konsequenzen. Was auch ganz, ganz typisch ist, ist, dass zum Beispiel für Unterkunft und Verpflegung viel zu viel Geld abgezogen wird von den eh schon so niedrigen Löhnen. Der Kollege, mit dem ich vorgestern telefoniert habe, hat mir erzählt, auf dem Bauernhof, wo er arbeitet, werden 300 Euro im Monat für Verpflegung und Unterkunft abgezogen. Rechtlich dürften maximal 196 Euro abgezogen werden. Das sind so Dinge zum Beispiel. Immer wieder decken wir auf, kommt ans Tageslicht, dass zum Beispiel Sonderzahlungen nicht ausbezahlt werden. Also die Methoden, wie hier diese niedrigen kollektivverträglichen Löhne noch untergraben werden, sind leider wirklich vielfältig, ohne damit alle Bauern und alle Bäuerinnen zu verunglimpflichen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, den migrantischen Saisonarbeitskräften, die nach Österreich jährlich kommen und das oftmals seit Jahrzehnten. In Oberösterreich gibt es viele Menschen, die seit 20, 30 Jahren jährlich herkommen. Die erwerben auch theoretisch hoffentlich einige Pensionsansprüche. Genau, und die Saisonäre-Kampagne ist 2014 endlich gegründet worden. Endlich hat die Gewerkschaft, die ProG, sozusagen gesehen bei diesem Arbeitskampf in Tirol, der selbst organisiert war, okay, hier muss etwas gemacht werden. Da war die Zeit endlich reif. Natürlich muss man sich auch da vor Augen halten, dass auch zu dem Zeitpunkt schon lange Zeit einfach ja, halt nicht so genau hingeschaut worden ist, was da in der Branche leider los ist. Was macht diese Saisonäre-Kampagne? Wir sind eben ein Netzwerk, das getragen wird von der ProG, von der Produktionsgewerkschaft, von NGOs und unabhängigen Aktivistinnen. Und so, was sind so Herzstücke der Kampagne? Es gibt eine tolle Homepage, wo in 8 Sprachen arbeitsrechtliche Informationen, die Mindestlöhne, die gesetzt sind, die eingehalten werden müssen. Wenn sie nicht eingehalten werden, ist es ein Gesetzesbruch. Das ist auch ganz vielen Leuten irgendwie nicht so richtig klar, kommt mir vor. Also diese Informationen werden in 8 Sprachen zur Verfügung gestellt. Wir haben da sehr hohe Zugriffsraten drauf, das ist super. Wir in den Bundesländern, wo es die Kampagne gibt, also das ist Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Tirol, hoffentlich auch bald Aktivistinnen in anderen Bundesländern, haben wir auch Folder in bis zu 8 Sprachen. Und wir gehen, das ist auch so eine zentrale Sache in der Kampagne, wir gehen auf die Felder. Das heißt, hier macht die Gewerkschaft in Österreich das erste Mal etwas sehr ungewöhnlich Neues, dass wir direkt zu den Beschäftigten gehen. Im Gastgewerbe gibt es meines Wissens nach nicht. Und da versuchen wir, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, versuchen, Informationsmaterialien zu verteilen. Wir versuchen aber auch andere Dinge. Im Moment zum Beispiel gibt es einen Deutschkurs in Tirol, wo versucht wird, so mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Wir haben Herbst, waren wir vor einer rumänischen Kirche in Wien, auf Flohmärkten sind wir zum Beispiel. Also es ist eine Informations- und Aufklärungskampagne, wo wir versuchen, Informationen in den Erstsprachen der Menschen, die nach Österreich jährlich kommen und hier zu niedrigsten Löhnen arbeiten, diese Informationen zu vermitteln und damit sozusagen das Wissen um die eigenen Arbeitsrechte zu stärken, im besten Fall die Selbstorganisation natürlich von Mitarbeiterinnen und von Beschäftigten in der Landwirtschaft auch zu stärken. Wenn sich eine Gruppe zusammentut und sagt, wir wissen, dass der rechtliche Mindestlohn ist und wir werden nicht danach bezahlt, dann ist das natürlich schon ein Machtaufbau, der total viel bringen kann, weil traditionelle gewerkschaftliche Strukturen, wie zum Beispiel Betriebsräte, gibt es im ganzen landwirtschaftlichen Bereich nicht. Das sind so zentrale Eckpunkte der Kampagne. Ich glaube, das habe ich eh schon 10 Minuten geredet oder so. So viel erstmal zu der Kampagne. Ja, vielen Dank, Elisa. Das war ein sehr guter Überblick über die vielen Aktivitäten, die ihr so macht. Und du hast auch schon irgendwie sehr gut
von der Problembeschreibung bist du sehr gut in die Lösungen gekommen, nämlich in das Aufklärung, Deutschkurse, Betriebsräte, also politische Organisationen. Und wir würden jetzt in die Diskussions- oder ein bisschen in die interaktive auch Fragerunde kommen. Und da mal zuerst an die Rednerinnen, an euch drei. Vielleicht will jetzt irgendjemand von euch noch gleich auf etwas reagieren, was gesagt wurde. Oder sonst gehen wir in die Fragen. Ich möchte noch anmerken, dass in Österreich, wie du gerade gesagt hast, die Zustände nicht hinnehmbar, nicht tragbar sind. Ich möchte aber trotzdem noch hinweisen, dass im Süden, in Italien, in Spanien, in Portugal Zustände herrschen, die nochmal eins draufsetzen, dadurch, dass nicht registrierte Flüchtlinge sozusagen sich in die Hände begeben von Kapos, die dann auch noch Geld kassieren dafür, dass sie eingesetzt werden. Und das sind Tagelöhner, wie ihr vielleicht aus Dokumentationen kennt, in Plastik, Überresten von Glashäusern sich irgendwelche Gehäuse zusammenschustern und keinen Pestizidschutz haben und Frauen sehr oft missbraucht werden und sexistische Gewalt erfahren, noch schlimmer als Männer. Also dieser Aspekt auch, dass auch hier wieder unter dem armen Mann die arme Frau steht, zum einen und zum anderen, dass überall, wo es eine Grauzone gibt oder Menschen auf einmal zu Illegalen wird, da also der Missbrauch fröhlich Urstand feiert und man die nicht einmal erreicht, wie ihr das versucht in Österreich zum Großteil. Also ich glaube nicht, dass es in ich hoffe nicht, dass es in Österreich so schlimm ist. So schlimm ist es aber auch natürlich, und das müssen wir auch sehen, dass es Teil dieses Systems ist. Ja, du produzierst da, wo es am billigsten ist, Massenware am Ende, weil uns gesagt worden ist, Lebensmittel dürfen nichts kosten und sind nichts wert. Also das, diesen Bogen wollte ich nochmal spannen, dass es nicht, man kann es nicht unabhängig von sehen, von den ganzen anderen Desastern, die da in der Landwirtschaft herrschen und von der Produktion und von den Nahrungsmitteln und von der Industrie. Denn eins ist, glaube ich, müssen wir uns klar machen, und da kann mir Olga sicher zustimmen, heute wird nicht in der Landwirtschaft das Geld verdient, sondern an der Landwirtschaft. Mit Mineraldünger, mit Pestiziden, mit Landmaschinen, mit Saatgut, das oft patentiert ist und genmanipuliert, mit bestimmten Züchtungsmethoden, mit Beratertätigkeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen die Bauern von diesem Joch wieder befreien. Und mit den Bauern dann auch die Landarbeiter und die Menschen, die da ganz unten in der Kette stehen und keine Lobby haben. Ja, dann ergänze ich auch noch einfach kurz, weil Sarah hat es jetzt erst super zusammengefasst. Genau diesen Bogen braucht es. Also zu schauen, wo werden die Profite gemacht und warum werden sie dort gemacht. Und ich habe es früher kurz gesagt, also der Einzelhandel in Österreich spielt hier keine kleine Rolle, sondern eine sehr große Rolle. Und diese Verknechtung, ich werde es jetzt einfach so nennen, diese Verknechtung, die wir schon unter den bäuerlichen Produzentinnen haben, die haben wir dann einfach weitergereicht zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gerade im Bereich der Erntehelferinnen. Ja, wir haben ja ähnlich, wir haben auch unselbstständige Arbeitnehmer jetzt, die klassisch auf einem Bauernhof mitarbeiten, denen geht es wesentlich besser und die kriegen auch höhere Löhne. Aber genau das, was uns Corona jetzt aufgezeigt hat, was draußen produziert wird und was wir an Mengen auch ernten müssen, ja, und wohin diese Mengen normalerweise auch gehen, nämlich auch in den Export. All das ist ein System, das müssen wir aufbrechen. Und das wird nicht aus der Landwirtschaft heraus allein passieren, das geht nur im Schulterschluss mit den Käufer, also Konsumentinnen und Konsumenten. Und Elisa, das, was du gesagt hast, ist für mich nämlich ein Punkt, Transparenz braucht es. Ja? Erst dann, wenn wir wissen, wo sind die schwarzen Schafe und dass diese schwarzen Schafe auch zur Rechenschaft gezogen werden und dass alle anderen wissen, es zahlt sich nie aus, schwarzes Schaf zu sein. Und das wird geahndet und gefahndet und wir schauen drauf und wir haben einen Blick drauf,
das muss zur Selbstverständlichkeit werden. Und ein Mindestlohn von 1.500 Euro, es ist auch nicht in Ordnung, dass in Österreich in 9 Bundesländern unterschiedliche Kollektivverträge gelten. Ja? Es bräuchte einen Kollektivvertrag und da müsste man bei 1.500 anfangen und dann hinaufgehen. Und auch den Menschen, die hier Arbeit finden, eine Perspektive geben, dass es eben nicht so Wochenanstellungen sind, dann ist es wieder eine Woche nichts oder 2 Wochen nichts, dann wieder ein paar Wochen, sondern dass es mindestens diese 9-monatige Durchgängigkeit ist und umgekehrt, um wieder attraktiv zu werden für den heimischen Markt, ja, dass auch heimische Leute hier bei uns Arbeit suchen und sagen, ich bin eigentlich arbeitslos, ich gehe hin zur Landwirtschaft. Das hat man ja probiert. In Österreich hat es die Plattform während Corona gegeben, die Lebensmittelhelfer.at. Da haben sich über 7.000 Menschen gemeldet aus dem Inland. Die wollten auf den Höfen helfen. 2.500 konnten vermittelt werden, aber hauptsächlich nämlich in den Bereich der Verarbeitung. Einige hundert sind dann auch auf die Höfe direkt zur Ernte gegangen und konnten sich ein Bild machen, was für eine Arbeit das ist, für welchen Lohn. Und es ist hier, also Transparenz ist das Erste, was wir hier schaffen müssen. Ja, also ich möchte gern anschließen. Ganz viele wichtige Punkte, die ihr beide gesagt habt. Transparenz, ganz ein wichtiger Punkt. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr optimistisch, weil auf Verfassungsebene ist es ja so geregelt, dass die Landwirtschaft Bundesländersache ist. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass es gelingen wird. Das habe ich mich jetzt verredet, also dass es Bundesländersache ist. Ich bin nicht so optimistisch, dass es wirklich Bundessache werden kann. Ja, aber was ich mir jetzt als konkretes, realistisches Ziel schon eventuell vorstellen könnte, aber da kenne ich mich jetzt politisch nicht genau genug aus, zum Thema Kontrolle. Für die Kontrolle in der Landwirtschaft sind 3 Stellen zentral. Einerseits die Finanzpolizei, andererseits die Gebietskrankenkassen und dann die land- und forstwirtschaftlichen Inspektorate. Und diese land- und forstwirtschaftlichen Inspektorate, die sind sozusagen an die Landwirtschaftskammern gekoppelt. Das heißt, die Bauern kontrollieren sich selbst. Mir hat das eine unserer Aktivistinnen in Tirol so erklärt, bei dem Schotthof, wo in 2014 eben dieser Arbeitsstreik, dieser selbstorganisierte war, wie haben sich da die Arbeitsbedingungen verbessert seitdem? Es schaut so aus, nicht. Der Arbeitsinspektor scheint sehr gut zu sein mit dem Hofbesitzer. Da sind eher so die Methoden noch einmal irgendwie so spezifiziert worden, indem zum Beispiel Beschäftigte alle paar Monate gewechselt werden oder so. Also die Verflechtung der Interessen, die ist dann halt hier sehr stark gegeben. Und ich glaube auch, dass es wirklich, wirklich zentral ist, einfach im öffentlichen Diskurs aufzuzeigen, dass gerade in den Branchen, wo migrantische Arbeitnehmerinnen, Arbeiterinnen vor allem arbeiten, in der Erntearbeit, in der Gastronomie, im Baugewerbe, überall dort gibt es seit Jahrzehnten irgendwie so einen gesellschaftlichen Konsens von, man schaut nicht genau hin, wie die Leute da wirklich beschäftigt sind. In welchen anderen Branchen könnte man sich vorstellen, dass es ganz normal ist, dass Leute geringfügig beschäftigt sind, in Wirklichkeit aber Vollzeit arbeiten. Das ist in ganz vielen Branchen ist das unvorstellbar. Und gerade in den Branchen, wo migrantische Arbeitskräfte fast ausschließlich sind, ist es eine Selbstverständlichkeit, ein systematisches Nicht-Hinschauen, was da passiert. Und ich glaube, das muss ein ganz zentrales politisches Ziel sein, das zu verändern. Und da hat jetzt, glaube ich, also wir freuen uns total, wir sammeln alle Medienberichte zu dem Thema seit Jahren und wir haben jetzt in den letzten Wochen an die 60 oder 80 Zeitungsartikel gesammelt. Und wir freuen uns total, dass es jetzt in der Öffentlichkeit stärker ein Thema ist, wer das Obst und Gemüse erntet und unter welchen Bedingungen. Und ich bin da ganz bei dir. Also es braucht da auf jeden Fall eine stärkere Kontrolle und im öffentlichen Diskurs auch ein nicht mehr wegschauen, was da passiert. Wir haben, wo ich erzählt habe, wir waren im Herbst bei einer rumänischen Kirche und wir haben mit Leuten gesprochen, die in Wien, bei einem Bauern in Wien, 3 Euro in der Stunde bezahlt bekommen.
Also natürlich, die Zustände, die ich aus Dokumentationen in Italien und in Spanien kenne und weltweit, Landarbeiterinnen gehören weltweit einfach zu der ausgebeutetsten und prekärsten Gruppe überhaupt. Natürlich ist es in Österreich jetzt nicht ganz so schlimm, aber es passieren arge Sachen. Ihr habt es in den Medien mitbekommen, wie in Oberösterreich ein Bauer seine Arbeiter am Abend eingesperrt hat, jetzt im März. Dieser Fall liegt jetzt, also den hat die Landarbeiterkammer dann bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Natürlich kann man sagen, okay, ein schwarzes Schaf, aber so eine ja, es ist leider immer nur so eine Art Gutsherrenmentalität, die es dann okay findet, ein Gesetz, ein Kollektivvertrag ist ein Gesetz, zu untergraben, 3 Euro in der Stunde zu zahlen, die Leute nur geringfügig anzustellen, das ist halt leider auch immer noch gegeben. Okay, vielen Dank, Lisa, und auch an die anderen. Das war schon mal eine sehr spannende Diskussion. Vielleicht kommen wir ganz kurz ein bisschen zu Fragen. Und zum einen geht es da um die Frage, es ist schon ein bisschen angesprochen worden, aber nochmal, ich möchte nochmal auf das zurückkommen, die Unsichtbarkeit von Erntehelferinnen in Österreich. Und ich muss sagen, das ist auch für mich persönlich ein Thema. Ich bin persönlich in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 1000 Einwohnern. Wir hatten einen sehr großen Eisbergsalatproduzenten im Dorf, der jährlich zwischen 20 und 30 Erntehelferinnen angestellt hat. Und wir haben das immer mitbekommen als Kinder. Wir waren immer sehr aufgeregt, wenn neue Menschen gekommen sind, weil es sind nicht so viele neue Leute gekommen im Dorf. Und ihr kennt es vielleicht. Und es war aber immer so, dass diese Menschen, und die kommen ja oft, also die Erntehelferinnen kommen ja oft tatsächlich jedes Jahr. Das sind Leute, die relativ fließend Deutsch gesprochen haben zum Teil und zum Teil schon mehrere Jahre in das Dorf kommen. Die waren aber überhaupt nicht eingebunden in die Sozialstrukturen. Die hat man auf keinem Fest gesehen, auf keiner Veranstaltung, nicht im Wirtshaus. Die waren einfach unsichtbar und im Dorf, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ist nichts wirklich unsichtbar, weil man sieht und hört sehr vieles. Aber da ist meine Frage oder auch meine eigene Selbstreflexion, ist man da einfach so, hat das auch was mit nicht hinschauen wollen oder mit so die Kultur, also ist das irgendwie, geht das dann in Richtung, ist das ein Problem mit Rassismus oder ich weiß auch nicht, woran denkt ihr, liegt das? Gibt es da Einschätzungen, diese Unsichtbarkeit dieser Menschen? Ja, also strukturell würde ich mal sagen, es hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie dass die Erntearbeiterinnen, die nach Österreich kommen, halt auch versuchen, aus der Armut getrieben, versuchen innerhalb kürzester Zeit viel Geld zu verdienen oder möglichst viel Geld zu verdienen und die Arbeitszeiten sind horrend. Also interessanterweise, der 12-Stunden-Tag war in der Landwirtschaft quasi eine Verbesserung. Davor waren 14 Stunden Arbeit am Tag legal. Das heißt, man muss sich wirklich vorstellen, dass die Arbeiterinnen auf vielen Höfen irgendwo am Land in Österreich in kleinen Dörfern zusammengepfercht, manchmal in Containern, manchmal in irgendwelchen alten Scheunen oder Kellern untergebracht werden und einfach immens viel hackeln. Das heißt, allein schon einmal von ihren Möglichkeiten her in irgendeiner Art und Weise in Interaktion zu treten, mit Menschen im Dorf kaum gegeben sind. Also wenn man über 10 Stunden arbeitet am Tag, ist man froh, wenn man noch irgendwie Zeit zum Essen hat und zum Duschen und vielleicht die Arbeitskleidung wäscht oder so. Genau, und also die Saisonäre-Kampagne ist explizit eine antirassistische Kampagne. Deswegen, also das ist auch ein Grund, warum ich dabei bin, weil ich es großartig finde, dass es im ÖGB inzwischen neben der Saisonäre-Kampagne auch noch UNDOC gibt, die Beratungsstelle für undokumentierte und unterdokumentierte Menschen, also 2 explizit antirassistische Projekte, dass es
Also ich habe meine Masterarbeit geschrieben über die gewerkschaftliches Handeln in den 60er und 70er Jahren in Österreich. Und das ist eine Tatsache und das kann man in sehr vielen Forschungsberichten nachlesen, wie halt leider auch gerade in Österreich jahrzehntelang von allen und auch der Gewerkschaft auch eine gewisse Exklusion oder eine Exklusion von migrantischen Arbeitskräften mitgetragen wurde. Ja, und diese Mentalität ist ja, wie man an vielen Ecken und Enden sieht, noch sehr gegeben und in kleinen Dörfern wahrscheinlich noch viel mehr. Ja. Ich werde da einfach noch einmal ein bisschen dranhängen. Also nämlich die Perspektive dieser Kleinbäuerin, ja, weil das ist ja so ein bisschen unser grüner Anspruch, die kleinbäuerliche Struktur zu fördern und der wieder eine Perspektive zu geben, weil wo nicht Masse dominiert, da herrscht noch Empathie. Ja? Also ich, dasselbe, was wir bei der Massentierhaltung erleben, erleben wir da nämlich auch bei den Erntehelferinnen und Erntehelfern, meiner Meinung nach. Das ist einfach meine persönliche Beobachtung, dass wenn du als Betrieb, als landwirtschaftlicher Betrieb, als Bäuerin und Bauer, ja, durch die Größe so getrieben bist, dass du selber auch schon 14 bis 16 Stunden arbeitest, nämlich 7 Tage die Woche, ja, da bleibt keine Zeit mehr, sich hinzusetzen, zu reflektieren, was tue ich da überhaupt, wie benehme ich mich, ja? Was mache ich da ökonomisch und macht das Sinn und macht mich das überhaupt doch glücklich, das ist dann auch so eine Frage. Und wenn diese Empathie verloren geht, dann ist es schon egal, ja? Dann, wie benehme ich mich oder wie halte ich meine Tiere, ist wurscht, wie benehme ich mich meinen Arbeitnehmern gegenüber, hat keine Regeln mehr, weil das einfach verloren gegangen ist. Und gerade auf so kleinbäuerlichen Strukturen kann man sich das erhalten. Ja? Also auf meinem Betrieb arbeiten auch eine Halbtagskraft und eine Vollzeitkraft, beides landwirtschaftliche Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber uns fällt es nicht ein, dass wir sagen, die hackeln jetzt 16 Stunden und wir zwei mit meinem Mann nur mal 8, ja? Sondern eher umgekehrt. Und das geht, weil wir klein genug sind und weil wir uns das leisten können. Ja? Und da aus dem Bereich müsste man auch politisch wieder genauer hinschauen, nämlich was passiert mit diesen Betrieben, wenn die in diese, ja, in die Agrofabriken abdriften. Ja? Und das wird ja gerade unterstützt mit der europäischen Förderpolitik, die wir jetzt erleben, was die Sarah am Anfang angesprochen hat. Das heißt, wir werden auch bessere Arbeitsbedingungen dann erst schaffen, wenn wir hinschauen, wer und wohin geht das Geld und für was geht Geld, öffentliches Geld nämlich, ja, für welche Leistung hin. Und bei der Transparenz sehe ich es ähnlich wie bei der Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln. Vielleicht braucht es auch der Konsument, dass er weiß, das wurde unter fairen Bedingungen auch hergestellt, verarbeitet, geerntet und auch verkauft. Ja, jetzt kann ich auch noch was sagen dazu. Ich bin als Kind im Steiermark eine Zeit lang auf einem Bauernhof groß geworden. Ich glaube, daher kommt meine Liebe überhaupt zum Bauernhöfen und zum Land. Ich habe eine bisschen andere Situation als du, Olga. Wir haben ja auch eine Schlachterei, eine Fleischerei, ein Büro, eine Vermarktung, eine Direktvermarktung, einen Hofladen. Eine Biogasanlage, also bei uns arbeiten zwischen 20 und 30 Menschen, nur sind diese Menschen also mehr als bei konventionellen Höfen, weitaus mehr. Und die leben zum Großteil auch auf unserem Hof oder in dem Dorf. Wir haben auch keine Saisonarbeiter, die dann irgendwo herkommen und dann wieder abgeschoben werden. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich sehe schon, dass sich die Bauern in der Regel selber ausbeuten. Und wenn jetzt die Ernte ansteht, dann hätte ich schon Not, wenn man sagt, jetzt haben wir, jetzt scheint zum ersten Mal die Sonne oder das Getreide muss gemäht werden, geerntet werden. Nee, jetzt machen wir nach 8 Stunden Pause. Also das ist schon eine spezielle Situation. Und ich glaube, das ist auch
deswegen ist es auch ein bisschen schwierig zum einen mit der Arbeitszeit. Und weil wir so schlecht für Lebensmittel zahlen, für Preise, beuten sich die Bauern selber aus in erster Linie und dann auch in der Folge dann gleich mal alle anderen mit. Manche können das vielleicht nicht anders. Das Gefährliche ist es nur, wenn es zu einem System wird, das damit rechnet und damit davon ausgeht, dass es so ist, weil dann ganze Strukturen unter Radar fliegen. Noch grausamer ist es zum Beispiel in den Schlachthöfen. Das ist keine neue Geschichte, was da in Corona hochgepoppt ist. Das weiß ich seit 10 Jahren. Es gibt unglaubliche Bücher und Filme darüber, wie diese armen Hilfsarbeiter in den Schlachtereien selber zu Sadisten werden, weil sie dieses Elend und Leid und diesen Druck und also diese miese Bezahlung, diese miesen Umgehung gar nicht selber aushalten. Das darf man nicht vergessen. Spannend finde ich jetzt da allerdings, dass wir gerade in Corona sehen, dass das, was uns wirklich Sicherheit gibt, sind ja vielfältige regionale Ernährungssysteme und vielfältige regionale Landwirtschaft und am besten noch im ökologischen Anbau, weil wir ja uns alle nicht vergiften wollen und eine Zukunft haben möchten für unsere Kinder und Kindeskinder. Und da passiert jetzt etwas in dieser Situation, mit den wir alle wahrscheinlich auch nicht so schnell gerechnet hätten, dass nämlich zum Beispiel Portugal und Italien auf einmal Migranten, die seit Monaten, seit Jahren unter Radar laufen, schwarz, elendiglich überleben und Angst haben, überhaupt irgendwie aufzufallen und deswegen auch nicht in der Öffentlichkeit auftauchen, auf einmal sozial anerkannt werden sollen. Aber nicht, weil wir jetzt so großzügig sind und weil wir auf einmal alle bessere Menschen geworden sind, sondern weil wir sie brauchen, weil wir gemerkt haben in Corona, dass das die Menschen sind, mit dessen Füßen wir auf deren Körper stehen, damit sie uns ernähren. Und wenn das nicht so wäre, dann würde es nämlich eine Katastrophe geben. Dann hätten wir nämlich extreme Lebensmittelengpässe. Und nur diese Tatsache, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass wir einen extrem fragilen, zerbrechlichen Ernährungssystem haben, Import, Export, Transport, hat überhaupt diese Möglichkeiten geschaffen, dieses kleine Schlupfloch, Menschen zu helfen, überhaupt, und das ist ja so absurd, öffentlich leben zu dürfen. Ja, also da musste die Superkrise kommen und wir mussten anerkennen, dass wir in einem völlig falschen Landwirtschaftssystem leben und das befördern auch noch mit viel Geld, um dann wenigstens einen Teil dieser armen Menschen überhaupt eine öffentliche Existenz zu ermöglichen. Darüber sollten wir auch nochmal in uns gehen, alle als Gesellschaft. Wie wir denn mit unseren Mitmenschen umgehen, die eben, wie sagt man so schön in Corona, systemrelevant sind. Und trotzdem sind sie am schlechtesten bezahlt. Und trotzdem sind sie von ihren Familien getrennt. Und trotzdem haben sie nicht die gleichen Rechte und werden so behandelt, als wären da irgendwie ein, weiß ich nicht, also ein Mensch, der keine Seele und keine Familie und keine Geschichte und keine Nöte hat. Das ist das, was mich so erschüttert. Einerseits freuen wir uns, dass es jetzt bessere Bedingungen in manchen Ländern gibt. Andererseits muss man sagen, wow, muss da erst alles zusammenbrechen, damit wir ein bisschen menschlicher werden und ein bisschen fairer und sozialer zu anderen Menschen gegenüber. Ja, vielen Dank, Sarah. Ich denke, du hast einen super Bogen gemacht für schon den Abschluss, hin zum Abschluss. Die Themen, die gefragt wurden, wurden eigentlich relativ ausführlich schon behandelt. Eine kleine Sache vielleicht, bevor wir noch eine kurze Runde mit Schlussstatements machen, wäre die Frage nach euren persönlichen Kriterien, nach denen ihr euer Konsumverhalten richtet. Also habt ihr so wirklich ein, zwei so flotte Recommendations, also Empfehlungen für unsere Zuseherinnen und Zuseher, die ihr noch mit auf den Weg geben wollt. Und genau, es ist jetzt schon fast halb, deshalb würde ich auch fragen, vielleicht so irgendwelche so konkrete Sachen und dann ein kurzes Schlussstatement von euch.
Bitte sehr. Wer immer auch anfangen will, let's go. Dann fange ich gerne an. Ja, Einkaufsgewohnheiten, was mache ich am liebsten? Bei den Bauern um die Ecke einkaufen. Ja? Aus zwei Gründen. Stirlen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das heißt, ein bisschen so quasi schauen, was die anderen so tun. Und natürlich die Geschmäcker erkunden. Ja? Also ich liebe es, wenn man verschiedenste Geschmäcker aus der Region, dort, wo man zu Hause ist und natürlich darüber hinaus, über den Tellerrand schmeckt, mit den Produzentinnen ins Gespräch kommt. Und für unsere Kunden gilt immer, ich bin beleidigt, wenn sie uns nicht am Hof besuchen. Ja? Sprich, man muss sich auch selber als Konsumentin bei der Nase nehmen und hinschauen. Ja? Und nur wenn man hinschauen und oft genug nachfragt und lästig ist, ja, dann verändert sich was. Das habe ich bei mir am Hof erlebt und das kann ich nur weitergeben. Also gern vor Ort und sonst biologisch ganz klar und saisonal. Das ist ganz wichtig für mich. Und wenn ich den Schlussstatement auch schon gleich dazu tun kann, es darf uns einfach, ich habe es eh schon anklingen lassen, die Empathie in der Landwirtschaft nicht verloren gehen. Also dieses Working Poor, das wir im Titel der heutigen Veranstaltung hatten, das erlebe ich ganz stark viel mehr, weil ich mehr damit zu tun habe, innerhalb der bäuerlichen Betriebe. Nicht nur, dass sie sich arm arbeiten, sondern auch ins Unglück arbeiten. Und da habe ich noch kein Rezept, aber viele solche Gespräche wie heute bringen mich immer wieder einen Schritt weiter. Und dort sehe ich auch meine Kraft verortet, wo sich was ändern muss, damit letztendlich die Menschen, die auch von der Landwirtschaft, nämlich unmittelbar bei der Ernte zum Beispiel, von dem Leben auch bessere Lebensbedingungen bekommen. Dann kann ich mich gleich mal Olga anschließen. Also ob ich Tipps habe, oh Gott, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Zukunftsmenü. Es gibt sehr, sehr viele Tipps und ich möchte euch jetzt ein paar praktische Tipps geben, weil ich möchte es auch nicht nur auf die Lebensmittel begrenzen. Geht zum Nachbarn nebenan, zum Handwerker und ehrt ihn und bezahlt ihn fair. Das ist das eine. Macht eine handwerkliche Ausbildung, verbindet euch mit den Nachbarn. Aber was wirklich gut ist, ist, überfordert euch nicht. Das ist, viele sind schon depressiv, weil sie denken, es ist alles so beschissen und jetzt soll ich das und hier soll ich verzichten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sage euch, wenn ihr in diesem Stadium seid, macht nur eine Sache. Zum Beispiel entweder seelisch, seid lieb zu eurer Nachbarin und geht für sie einkaufen, dann auf dem Mochenmarkt oder bestellt ein Biokistel oder geht eben zum Kleinbauern, wenn ihr in der Nähe geht. Und der allerwichtigste Tipp, kocht selber mit frischen, unverarbeiteten Grundnahrungsmitteln, damit ihr die eigene Körpersouveränität wiedererlangt. Das ist das Allerwichtigste. Kauft nichts, wofür im Fernsehen Werbung gemacht wird, denn nur große Unternehmen können sich das überhaupt leisten. Und diese Art von Nahrungsmitteln zerstören die Vielfalt. Und wenn ihr jetzt ein Sternchen haben wollt, dann geht ihr natürlich am besten in die Ökoläden. Ihr kauft nichts, was in Plastik eingeschweißt ist. Das könnt ihr dann treiben, wie hier hinten seht ihr mein Mondholz-Vollholzhaus ohne Gift, ohne Dämmung. Da hinten ist mein Kamin. Ich tue mit nachhaltigen Holzscheiten heizen. Also man kann das dann ausmachen. Man könnte in Secondhand-Läden einkaufen gehen und so weiter. Was auch wichtig wäre, ist mehr saisonal. Keiner möchte, dass ihr jetzt auf Kaffee und schwarzen Tee verzichtet, obwohl es schwarzen Tee auch in England gibt, ja, bei Tregosnan. Es gibt tatsächlich auch europäischen schwarzen Tee. Wir müssen es nicht übertreiben, nur unsinnig ist es schon, das muss man sagen, Grundnahrungsmittel, die wir hier in klimatischen Bedingungen wunderbar anbauen könnten und die hier wunderbar wachsen und von denen wir viel brauchen, auszulagern nach Chile, nach Ägypten, die Kartoffeln und so weiter, weil es dann 20 Cent billiger ist. Und noch etwas muss ich euch sagen. Wenn ihr das nächste Mal in den Supermarkt geht oder in den Hofladen, dann schaut ihr bitte, dass ihr keine schwerstverarbeitete Haarmilch kauft, sondern ihr kauft eine gute Heumilch und am besten eine Rohmilch und am besten eine aus der Region. Und natürlich dann unterstützt ihr dann die eigenen Bauern, vielleicht auch noch die Alpenbauern und so weiter. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Tipps.
Sucht euch einen einzigen aus und seid konsequent und dann fühlt ihr euch besser. Ich sag's euch und ihr habt bessere Laune. Und das Einfachste, was zu tun ist, auch wenn man euch einreden möchte, es ist so mühsam, das ist natürlich das größte Glück, kreativ zu sein und selber zu kochen. Und wenn ihr noch so clever seid, weil eure Freunde, eure Familienmitglieder schauen jetzt nicht zu, dann macht ihr einen Deal und sagt, hey, ich koche, ihr räumt auf. Und dann ist es das pure Glück, das ihr haben könnt. Und ihr könnt kreativ sein und vielfältig und tut damit auch gleichzeitig alles andere stärken, auch eure Gesundheit. Ja, voll schön. Ich kann mich da ganz vielen Sachen total anschließen. Vielleicht noch eine Sache. Also noch bin ich nicht bei einer Food Cop, aber ich würde gern zu einer Food Cop dazugehen. Genau, und ansonsten auch regional und saisonal einkaufen. Und ich meine, so biologisch und ethisch richtig zu konsumieren, ist ja oft auch wirklich eine Frage von, wie viel Geld hat man. Aber ja, es gibt schon auch hier Wege und Möglichkeiten. Genau, und noch so eine ganz persönliche Sache. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren irgendwie so mit traditioneller chinesischer Medizin und bin da halt auch aufs Kochen irgendwie sehr gekommen. Und ich habe da irgendwie so eine Argumentation drinnen gefunden, die es mir noch leichter macht, auf regionales Gemüse und Obst zurückzugreifen, indem ich quasi draufgekommen bin, was so wärmende Lebensmittel und kühlende Lebensmittel sind. Und irgendwie ist es so logisch, dass es bei uns halt eher wärmende Lebensmittel, also wärmendes Obst, wärmendes Gemüse gibt für den Körper. Genau, und das hat mir zum Beispiel noch einmal so auf einer anderen Ebene irgendwie geholfen, irgendwie so ganz klare Entscheidungen treffen zu können für die Lebensmittel, die bei uns wachsen, zum Beispiel. Genau. Ja, super. Vielen Dank euch drei für die vielen Tipps. Da starten wir gleich motiviert in den Abend. Am Ende vom Video, das wir vorgesehen haben, war die Frage, wie fair ist eigentlich Ihr grüner Weltkliner? Und ich glaube, diese Frage können wir uns heute Abend noch widmen, privat zu Hause. Das Letzte, das ich noch machen will, ist das nächste Webinar ankündigen, nämlich diese Reihe geht weiter. Es gibt insgesamt 4 Ausgaben und in 2 Wochen wird das nächste Webinar zum Thema Lebensmittelkonsum, also das haben wir auch schon kurz angesprochen, dieser perfekte Übergang eigentlich. Der Titel lautet Lebensmittel per Klick vom Hof vor die Haustüre. Und da geht es um neue Strategien, über den Verkauf und Konsum von Lebensmitteln. Genau, also schaltet wieder ein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und die Videos gibt es auch zum Nachsehen auf YouTube und Facebook. Und vielen herzlichen Dank nochmal an die Rednerinnen heute. Es war wirklich sehr spannend und ja, schönen Abend noch an alle. Tschüss. Tschüss, Baba. Ciao.